Viele Menschen haben Probleme mit bakteriellen Infektionen. Dabei ist die Antwort meistens so einfach, weil es genau vor deiner Nase liegt. Man muss sich halt einfach nur mal in der Tierwelt umschauen, weil man an Tieren kann man sich sehr gut orientieren. Alter, krass. In Orientieren ist Tieren drin. Uwe, in Orientieren ist Tiere drin. Es wurde genau das in dieser Studie beobachtet, und zwar eine bestimmte Arbeiterpopulation von Ameisen wurde dann dementsprechend ihm zur Verfügung gestellt, Baumharz oder eben kein Baumharz wurde ihnen zur Verfügung gestellt. Und letztendlich sieht man hier ganz klar an der Population, dass diese nur noch halb so groß war, wenn diese Ameisen kein Baumharz verwendet haben, um sich vor Erregern zu schützen. Ja, das weiß man alles nicht so direkt, aber zum Glück habt ihr ja Rohvegan am Limit. Dr. Rohvegan am Limit, dem Idiot, dem die Ameisen vertrauen. Keine Sorge, ich esse die noch. Interessant ist auch, dass verschiedene Baumharze unterschiedlich potent sind. Man sieht zum Beispiel hier die Liste, ja, bestimmte Konzentration, nach dem kein pathogenes Wachstum mehr möglich war. Und man sieht hier ganz oben, die weiße Fichte zum Beispiel ist die allerpotenteste. Und nicht nur das, sondern auch das Propolis, ja, was die Bienen ja sammeln, auch aus den Baumharzen, ist dementsprechend so potent, wie potent das Harz der Bäume letztendlich ist. Und genau genommen ist das Baumharz die vegane Form von Propolis. Ich fand den Wert schon wirklich erschreckend, also 0,05 Milligramm, das heißt 50 Mikrogramm pro Milliliter braucht man von diesem Harz gelöst dementsprechend, um absolut pathogenes Wachstum zu negieren, ja, von dieser weißen Fichte. Und das ist wirklich mal ein Wert, merkt euch den mal, gleich geht es später noch ins Voice-Over, wo ihr solche Zahlen gebrauchen könnt. Aber nicht nur Bakterien, sondern auch ebenfalls Pilze, ja, ist ganz, ganz klar. Und sehen wir hier in der Studie auch, je höher die Konzentration, ja, von dem Baumharz dementsprechend war, desto größer wurden die Höfe, ja, von denen sich quasi die Pilze entfernt haben. Ja. Das heißt, je größer der Hof, desto mehr hat der Pilz Platz gemacht für das Mittel. Ja. Und man sieht, je höher die Konzentration man gewählt hat, desto mehr wurde der Pilz verdrängt durch das Mittel. Ja. Sehen wir hier schwarz auf weiß, zwei verschiedene Pilze dementsprechend nochmal getestet. Jetzt wird es auch einmal so richtig spannend, wenn man das auch einfach mal gegen synthetisch hergestellte Antibiotikum laufen lässt und mal schauen, wie weit sie sich da schlagen können. Und genau das wurde auch in dieser Studie untersucht, die ich euch jetzt zeigen werde, und mit wirklich erstaunlichen Ergebnissen. Los geht's! So, und zwar geht es hier um diese ultra spannende Studie, wo verschiedene Bakterien getestet worden sind. Wir gehen mal runter und verschiedene Harze dementsprechend dann verwendet worden sind und verglichen worden ist, ja, zum Beispiel hier Tetracyclin, ja, und Streptomycin, das sind zwei Antibiotikum. In einer Konzentration von 30 Milligramm pro Milliliter wurden von den beiden Antibiotikum hier verwendet. Und im Gegenzug dazu, hier zum Beispiel Myrrhe, kennen wir ja, ist auch ein Harz. Ja. Und dann wurde dementsprechend gemessen, also hier sehen wir Zahlen, ja, 13,4 oder hier oben 14,5. Was heißen diese Zahlen? Das ist quasi der Radius, ja, der auf so einer Petrischale entstanden ist, nachdem das Harz oder das Antibiotikum auf eine Schale, Petrischale, getröpfelt worden ist, die voller Bakterien war. Ja. Das heißt, je größer der Radius, desto mehr haben die Bakterien Platz gemacht für dieses Mittel. Völlig logisch bis hierhin. So. Jetzt sehen wir hier verschiedene Konzentrationen von 100 bis 1000, ja, von dem bestimmten Harz, ja, und zwar Mikrogramm. Ja, das heißt, 1000 Mikrogramm ist 1 Milligramm. Ja. Das heißt, wir reden hier oben von einer Konzentration 30 mal so hoch wie das von dem Antibiotikum. Das heißt, 30 Milligramm pro Milliliter entspricht, ja, 30.000 Mikrogramm pro Milliliter theoretisch. Ja. Das heißt, wir sprechen einer Konzentration 30 mal so niedrig. Wir müssen uns vielleicht jetzt die verschiedenen Erreger hier ansehen, ja, zum Beispiel Staphylococcus, der Haupterreger überhaupt bei Menschen, ja, Bacillus subtilis und so weiter, Escherichia coli, Salmonellen und so weiter, hier sehen wir verschiedene. Und das ganz Interessante ist, dass das Tetracyclin nur auf gram-positive Bakterien wirkt, ja. Was das jetzt ist, das wird ein bisschen zu weit führen, aber das sehen wir hier, ja, und auf diese gram-negative Bakterien, ja, wie zum Beispiel Salmonellen und so weiter dazugehören, wirkt es überhaupt gar nicht. Genau das gleiche bei Streptomycin, ja. Wirkt nur auf Gramm-negativ und nicht auf Gramm-positiv. Das heißt, es gibt immer so 1000 Antibiotikum, die für 1000 irgendwelche Stoffe auch wirken. Hingegen sehen wir, dass das Harz, ja, gegen jegliche Form von Pathogenen wirkt. Ja. Das ist völlig egal, sehen wir hier. Es wird sich bei jedem Bakterium ein Kranz gebildet. Ja. Das ist brutal. Das fand ich sehr, sehr interessant. Hallo Fliege, willkommen im Video. Und
Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass wenn wir von 1000 Mikrogramm pro Milliliter reden, das heißt von der 30-fachen niedrigeren Konzentration als beim Antibiotikum verwendet worden ist, sind die Kreise ja sogar noch größer teilweise bei dem Baumharz. Ja, sind 14,5 gegen 13,4, 14,8 gegen 14,5. Ja, hier sind wir ein bisschen unterlegen, also hier wieder 17,5 gegen 13,5. Ja, was ist da los? Das finde ich ziemlich krass. Ja, und auch hier, das geht so weiter halt. Ja, es kann sich sehr, sehr gut eben anpassen dementsprechend. Ja, und mit einer 30 so niedrigeren Konzentration anscheinend. Sind wir hier auch nochmal abgebildet. Ups. So, und hier auch nochmal was anderes getestet, ja, oder zum Beispiel hier ist auch ganz spannend, zum Beispiel Pinus, ja, das sind natürlich auch immer die Koniferen, das heißt, was ist das auf Deutsch, Nadelgehölzer, so, ja, und auch hier wieder selbe Spiel, ja, 16,6 gegen 13,9, ja, 14 gegen 15,7, leicht unterlegen, aber hier 15,5 gegen 13,2, 18,4 für die Kiefer, ja, gegen 13,4 für das Antibiotikum, ja. Also viel größerer Kranz hat sich gebildet dementsprechend. Die Bakterien sind viel, viel weiter noch abgehauen. Ja? Jetzt haben wir ziemlich viel Theorie gelernt. Jetzt müssen wir noch etwas mal in die Praxis ran. Wie kann man das denn irgendwie nützlich machen, dass es auch letztendlich Bakterien töten kann und damit nicht genau das hier passiert? Was machst du da? So, ich wurde getestet. Antimikrobiale Eigenschaften von Kiefern, Nadelhölzern, dem Harz, ja, nichts anderes eigentlich als Terpentin, aber sehr, sehr spannend hier, also nicht verwirren lassen, 3 Plusse heißt 10 hoch 3 und 10 hoch 3 ist nichts weiter als eine andere Schreibweise für 1000, ja, weil die 3 beschreibt immer die Nullen, ja? Eine 1 mit 3 Nullen, Beispiel, eine 10 hoch 2 ist dementsprechend eine 1 mit 2 Nullen, das heißt 100, ja, und eine 10 hoch 1 ist dementsprechend eine 1 mit einer 0, das heißt 10. Okay. Das heißt, dementsprechend 1000 Erreger pro Milliliter sind 3 Plusse. 2 Plusse 100 Erreger pro Milliliter. 1 plus 10 Erreger pro Milliliter. Hier wurden wieder verschiedene Erreger getestet und zum Beispiel auch wieder hier ganz spannend, Candida, ja, Bacillus subtilis immer dabei, ja. MRSA zum Beispiel hier, sehr spannend, multiresistente Keime, ja. Hier der Staphylococcus aureus, der Haupterreger im Menschen überhaupt, oder E. coli sehen wir hier so. Und jetzt wurden verschiedene Methoden letztendlich angewandt, wie man das aufarbeiten kann, ja, das Harz. So, und ganz spannend, hier wurden Salben verwendet und man sieht hier immer noch sehr, sehr viele Plusse, das heißt sehr viel Erreger wohl immer noch übrig, ja. So, bis man eine Salbe genommen hat mit 10% Harzanteil, hier sehen wir dann nach 14 oder 7 Tagen keine Erreger mehr da. Ja, das heißt, wenn man den Anteil hoch genug macht, wirken Salben auch sehr, sehr gut. Was ich aber sagen will, das Nonplusultra, was Sie tun können, hier ist zum Beispiel Destillationsverfahren, ja, sehen wir auch, nach 24 Stunden keine Erreger mehr da. Ja. Nach einer Stunde aber hingegen noch nicht wirksam. Was man aber viel einfacher machen kann, und zwar gereinigtes, ja, Kiefernharz wurde gelöst in Alkohol, das heißt in normalen Trinkspiritus, nennt man das, glaube ich, Trinkethanol, ne, nennt man das, genau. Gelöst einfach in Trinkethanol und man sieht hier bereits nach einer Stunde keine Erreger mehr. Das heißt, wenn man dieses Harz hier löst in Ethanol, ja, was natürlich nur ja, fettlösige Substanzen enthält, ja, dann sehen wir, wirkt es gegen jegliche Art von Erreger und zwar wirklich bestialisch, muss man wirklich sagen, Wahnsinn. Also es ist bereits nach einer Stunde alles tot. Alles Pathogene, alle Pathogene sterben sofort nach einer Stunde, wenn man sie in so einem Alkohol dann eingelegt hat und verabreicht den Bakterien. Ja, jetzt wisst ihr auch letztendlich, wie man sowas dann dementsprechend auch verfügbar machen kann, dass es wirklich auch Bakterien tötet, ja, und nicht nur dieses Baumharz irgendwie am Baum knuspern oder sonst was, und ich weiß, von damit anzufangen, ne? Also so kann man letztendlich dann auch Erreger damit entfernen. Was haben wir in diesem Video gelernt? Ganz einfach, es gibt Stoffe, die letztendlich sehr antibakteriell sind, sehr antifugal und die wachsen einfach hier so in unserer Natur. Und diese kann man sich sehr leicht zugänglich machen, indem man letztendlich einfach eine Tinktur ansetzt, ja, das heißt, in sehr hohe gelösten Ethanol sie auflöst, ja, und dann sind sie auch schon zugänglich für uns. Und das war alles, was du in diesem Video lernen konntest, ja, einfach nach draußen gehen und los geht's. Viel Spaß auf jeden Fall beim Ausprobieren, viel Spaß beim Liken des Videos, da macht immer richtig viel Spaß, das Video richtig zu liken, weil das macht so richtig Spaß, macht das. Ich würde mich auch sehr über einen Kommentar von dir freuen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, nachdem ihr diesen Kanal abonniert habt und auf die Glocke gedrückt habt, denn ansonsten sehen wir uns nicht wieder. Auf die Glocke drücken, ganz wichtig. Ciao.